Liebe Leute, willkommen zurück zu State of Decay 2. Ich bin gerade eben kurz mal ins Spiel gesprungen und ein paar hundert Meter gefahren, denn ganz in der Nähe von meinem letzten Endpunkt, ist hier die Stromversorgung tatsächlich. Und dann wollen wir mal schauen. Hey Doc, we got some unwelcome visitors. What the hell do you think you're doing here? Calm down, Mickey. They might be able to help us. Come up to the station, will you? Mickey will behave himself, I promise. So, den Punkt kann ich hier einnehmen. Wasserkühler. Hält unsere Wasserversorgung sauber und trinkbar, sobald wir ihn gefüllt haben, natürlich. Wenn es gefüllt und installiert wird, versorgt es eine Anlage mit Wasser. Hm, gar nicht schlecht. So, kommen die da jetzt noch raus oder nicht? Also, versorgt die gesamte Basis mit Strom, solange wir Benzin haben. Verbraucht 2 Benzin pro Tag. Gewährt einem Überlebenden die Versorgungsfähigkeit, wenn der Überlebende noch keine... Wir können mit diesem Standort einem Überlebenden die Grundlagenversorgung beibringen. Okay. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt in aller Ruhe. Versorgung beibringen oder die Versorgung, Klempnerei und Elektrizitätsfähigkeiten eines Überlebenden verbessern. Funktionen. The outpost is up and running. Der Überlebende, der diese Fähigkeit verwendet, die Versorgungsfähigkeit bereits besitzt, wird die Fähigkeit stattdessen verbessert und wenn er bereits darauf spezialisiert ist. Hey, anyone here? Oh, das sind jetzt aber sehr viele da drüben. Da haben wir ein Fragezeichen. Ach, warte mal. Leider laut gehen jetzt. Time to reload. Eieiei. Jetzt geht's hier aber ab. This is my last mag. Could be a problem later. Here goes my last shot. Oh. Can't do it. Hui, das war gar nicht mal so unknapp. Ist hier jemand drin? Oh ja. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Anleitung zu guter Ernährung? Anleitung zur Feldmedizin. Ja, das ist leider gar nicht so super hier. Aber verwerten kann ich das. Tragbaren Generator und eine Standbohrmaschine. Ich verstau das mal eben. Jetzt
stellt sich mir natürlich die Frage, ist es denn jetzt noch nötig, diese Solaranlage zu haben? Denn die macht natürlich auch Lärm, nehme ich mal an. Ich kann dir gleich mal schauen. Denn wenn das jetzt von hier hinten passiert, dann könnte das doch ein kleiner Vorteil sein. Dünger, Teil eines Schaltkreises. Das war es, so wie es aussieht. So, das eine solchen Herz haben wir hier schon erledigt. Ich bin auf jeden Fall nicht in der Lage, das zweite da zu erledigen. Deshalb ich jetzt erstmal zurück zur Base fahre und schaue, was es mit der Stromversorgung auf sich hat. Warte mal, was ist das denn hier eigentlich? Na, verzieht er sich gleich? Ja, okay. Benzindepot. Ah, okay, da, das stellt dann quasi Benzin zur Verfügung. Das auf jeden Fall. Okay, es wird allmählich wieder hell. Ja, Außenposten-Slot, keine Ahnung. Da muss ich dann wahrscheinlich meine Base upgraden, um mehr zu haben. Aber so bringt mir das natürlich nichts. On my toes while I'm in plague territory. Da geht's gar nicht runter. Hat aber einer Glück gehabt. Er lässt sich wirklich nicht so leicht steuern. Eieiei, jetzt ruckelt's aber. We hear you have a plan to clean up the blood plague. We could pitch in, but we need some help first. First. We need help gathering specimens for our research, but it might be a little gross for you. Are you in? Also wo das Ruckeln herkommt, kann ich mir nicht erklären.
Okay. I feel like passing out. Ja, bleib mal ganz ruhig. We got a big problem here. We need help now. Gemeinschaft. So, er ist sehr erschöpft. Wir springen mal zu Joe, würde ich sagen. Rudy, Anthony, hatten wir ihn schon? Er hat halt eine Mission, ne? Wenig Munition. Ich spreche erstmal mit ihm über seine Bedenken. Was wollen diese Verrückten? Wir sollen Proben sammeln? Das schreit förmlich nach Schwierigkeiten. Verstehe, aber sie sind Ex-Militärs und können uns beim Kampf gegen die Blutseuche helfen. Hey, walk away, before I get angry. Yeah, that's not gonna work. Okay. So, da haben wir das Kraftwerk. Das versorgt mich mit... Steht das hier überhaupt? Allgemein mit Strom, nehme ich an. Ich glaube, das scheint endlos zu sein. Plus 5 Moral, 2 Benzin, passives Erkunden, 125 Meter. Gewährt einem Überlegenen, kann nicht verfindet werden. Okay. Das heißt aber auch... Probier das jetzt mal. Es müsste doch eigentlich so sein, oder? Wenn ich das Kraftwerk auf meiner Seite habe, quasi. Dass ich dadurch dann diesen Slot zum einen frei habe. Und dennoch Lebensmittel, Munition. Hier. When I was a boy, mainland America seemed like a dream. I'd launch toy boats at the shore. Hoping they'd reach a land I never could. When I was part of the army, I fought for that dream. I'm with Red Talon now, but my purpose hasn't changed. Handelsdepot, ruft Händler, kostenloser Einfluss, rufe einen beliebigen Händler über Funk zu dir. Ja, bisher habe ich keinen Händler gebraucht, ehrlich gesagt. Die waren immer so ein bisschen nutzlos. Ein Bett, viele Moralboni. Schauen wir mal, zur Not reiße ich es wieder ab. Ist dafür ein bisschen Munition. Dann machen wir das Ganze so und so. Was sind denn 96 Schuss? Da haben wir ja ordentlich was. Okay, alle etwa gleich. Dann machen wir es doch lieber so rum. What the hell am I thinking? Okay, das hätten wir. Was habe ich denn da markiert? Nichts, cool. Händler. Oh Gott, ganz oben wieder. Wisst ihr was? Das machen wir. Oh, die Waffe ist ziemlich kaputt. Warte mal. Kann ich die nicht... Hier, oder? Fast. Ach, das ist die Lounge, die gebaut wird. Ah, was haben wir denn hier? Festessen vorbereiten, kosten dreimal Essen. Essen produzieren, Rationierung verordnen. Okay. Konservierungsstation, Wasserkühler. Erhöht Lagerraum für Lebensmittel. Versorgt eine Anlage mit Wasser. Ich mach das einfach mal. Ein Bauen muss ich nicht. Ich würde das ganz gern. Ausgerüstete Fernkampfwaffe reparieren. Das
Können wir hier installieren? Munitionspresse für Handfeuerwaffen. Gegenstände herstellen, Munition. Rohrbomben herstellen. Die habe ich jetzt dabei. Okay. Down to the last magazine here. Hey neighbor, it's Tressie again. I'm afraid my experiment didn't pan out. The new samples just don't demonstrate enough difference from what I collected here in Marshall. I still think I'm onto something. I just need more time. I'll call you when I've got the next step planned. Tressie out. Over and out. Well, that wasn't exactly good news. Let's hope she figures it out soon. So, dann fahren wir mal ganz hoch und schauen, was es da für uns zu tun gibt. Spencers Mühle. Direkte Übersetzung von Spencers Mill, was irgendwie ein bisschen besser geklungen hätte, ehrlich gesagt, für so einen Ortsnamen. Spencers Mühle. Da war letztens auch irgendein Spiel, wo alles 1:1 übersetzt worden ist. Ich weiß nicht mehr, was das war. Was? Wieso werde ich den denn nicht los? Jetzt. I'd better stay on my toes while I'm in plague territory. Ja, das zweite Herz ist hier natürlich auch noch offen. Das Herz ist offen. Schauen wir mal eben. Das müsste eigentlich direkt hier vorne sein, wenn mich nicht alles täuscht. Au, au. Ja, genau. Wollen wir unser Glück versuchen? Ich fand die Methode mit dem Auto gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Weil ich sagen muss, hier könnte es schwierig werden. Ja. Durchs Dach kann ich es auch nicht sehen. Ich weiß, dass das da in dem Raum ist, aber... Mit der Sicht wird es ein bisschen schwierig. Ach komm. Okay, time for a close encounter. Da bist du ja. Warte mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Das als Fluchtraum nutzen. One. Two. Weg.
Ach komm. Sehr gut. Oh, das lief ganz gut. Ja, die Rohrbomben sind natürlich super dagegen. Keine Munition, leider. Das kann weg. Oh, I think I'm gonna like this place. Nee, nee. No luck here. Nothing. Where should I put this? Stuhlenheit 3. For that to go. After all. Sehr schön. Da ist ja ordentlich gut bepackt, der Laden. Was haben wir denn hier? Model 92 Fernglasgewehr. Wisst ihr was? Das nehmen wir mal gerade. Everything I'm gonna find. Schön. Das hat sich richtig gelohnt hier. So, das packen wir mal hier rein. Also, weil ich fast sagen würde, das ist dafür, das kann rüber. Dann behalte ich mal im Hinterkopf, dass ich hier noch sehr schön. Schön leise. Ah, genau, hier ist das Stromkraftwerk, wenn es kein Kraftwerk ist. Ist echt eine schöne Map, schöne Mischung aus ländlichen Gebieten und dieser Stadt, dieser kleinen Stadt Marshall. Und hier diesem Wald. Schön. Isabella vets everyone
coming into the valley. If she's not worried, we shouldn't be either. I choose to believe that tomorrow is always better than today. Ist die Ranger Station? Ich schau mir das mal eben an, denn da haben wir einen Aussichtspunkt. Und hier drin ist eine Person, vermutlich ein Ranger. Hier, ach Gott. Das ist der Aussichtspunkt. Fäulnishütte. Okay, nothing more to see here. Es war ja nicht so viel. Das Auto könnte fahrtüchtig sein hier vorne. Ja, sieht sogar so aus. Pinguinkatze. Wer kennt sie nicht? Hi Fans. Yeah? Okay, ich komme später nochmal vorbei. Ihr habt bestimmt eine Aufgabe für mich später. Ich mache jetzt erstmal diese Story-Quest. Nicht, dass es hier nachher heißt, abgelaufen. Gleich da drüben. Warte mal, wie komme ich denn da hinten? Dass das jetzt... Ach, das ist da, ist doch richtig. Habe ich die Markierung aus zu hoher Entfernung gemacht. Habe ich nur mit der falschen Person gesprochen. Vorsicht. Oh, sorry, Leute. Ich war doch richtig bei euch. Sprich mit Dr. Hoffman. Ah, jetzt haben wir es. Hallo, ich bin Dr. Hoffman. Wir arbeiten hier an etwas Bahnbrechendem. The gist is that we're restoring a piece of highly advanced technology. This particular, device was responsible for providing resources and supplies to countless communities since the outbreak. We could use assistance with the final stages of our work. I couldn't agree more. Excellent. Mr. Wilkerson can help you get the component we need. Hold on, why do I gotta go along? You know this area better than anyone. Isabella and I need to keep working. Sure, whatever. Yeah. Ah. All right, let's roll. Fine. The place we're headed is down south. Okay. I'll mark it on your map. Komm mal mit, Freundchen. Ganz am anderen Ende. So, how long have you and Dr. Hoffman been working together? A while now. Uh-huh. And who's this Isabella she mentioned? You mean Isby? Yeah, she's some kind of computer genius working with the doc. Just showed up one day at the ranger station telling us we needed her help.
It's all Cleo this and Cleo that. Girl don't know when to shut up, if you ask me. Na, die könnte relevant für uns sein. What exactly are we looking for anyway? Some kind of computer doohickey. Isby says they need it for the downloader. Download? Download of what? Do I look like a computer nerd to you? Isby and the doc say it's important, so we're getting it. About all I'm good for anyway. Get there. We're gonna find this big warehouse with a bunch of stuff that looks like junk. In that junk is something called a memory core. That's what the doc needs. Right. But just find the thing that looks real expensive. That'll be it. Zombies in all directions. Better be careful. So, gleich sind wir da. Also, großes Lagerhaus. Und Speicherkern finden. Ich vermute ja mal, dass das nicht so einfach wird. Naja. Hoffman with the military then? Me? Hell no. That was Hoffman's gig. Before she went AWOL. But I know this whole valley like the back of my hand. Guess the doc was right to send us both. That's a lot of zombies. Don't you wuss out on me. We find this doohickey and get out. Got it? Right. And feel free to kick some zombie ass while we're in there. Ach. Ist ja unglaublich. So, da haben wir einen aufgeblähten. Ich glaube aber, der ist drin. Here they come. That one's ours. Wo ist der? Der ist draußen, so wie es aussieht. Der andere auch. Haben wir. Was ist denn jetzt los? Da. Hey Mickey, hab's. I think I found it. Good. Let's get the hell out of this place. Ja, warte mal, jetzt können wir es ja auch gerade mal klären, wenn wir schon hier sind. Ist ja nur noch der eine scheinbar. Ach ne, er ist auch noch da. Ist aber auf der anderen Seite. Da hoch, sehr gut. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wo ist er denn? Oh nein. Den hätten wir. So, das war's, glaube ich, oder? Hier sind noch vier. Aber das machen wir jetzt gerade, wenn wir sowieso schon mal hier sind.
Eins, zwei, drei sehe ich. Vier, da ist der vierte, okay. Hallo. See that one? Habe ich gerade einen gesehen? Habe ich mich getäuscht? If I stay quiet, maybe they'll move on. Sehr schön. Sehr gut. Ich soll ihm den Speicherkern geben. Der wartet schon ganz ungeduldig. Wegen dem Speicherkern. Ah, hier sind aber immer noch zwei. Was? Hier. Okay, let me see what you got. Yeah, this looks like what the doc wanted. A lot of trouble for one little doohickey. Well, I better get this back to the nerds. Thanks for the help. You were actually pretty good in there. Ah, er haut einfach ab jetzt, oder was? Okay. Thank you. Here's a little something for your trouble. Gib mal was. So, don't get killed out there, okay? Spezialvorrat. Doc, I need your help again. Be seeing ya. Okay, das heißt, das cleare ich hier noch. I might actually have gotten lucky for a change. Ja, diese Computerspezialistin, Isby, scheint durchaus interessant für uns zu sein. We need more of these? Ach, da bist du. Höre ich noch? Da. Okay. Yes, sehr schön. Maximale Stufe bei Akrobatik. Ja noch keine Waffe hier gefunden. Stabilisierungsschaum. Militärische Notfallausrüstung. Installiere diesen Mod in einer Krankenstation, um die Fähigkeit zu erlangen, schnell Gesundheit wiederherzustellen. Sehr schön. So, komm, das reicht jetzt auch. Oh nee, tanken. Halt, stopp. Wir tanken erstmal.
Jetzt haben wir das. So, da drüben sind wir. Hier haben wir noch 3 Herzen. Und das war's dann mit denen. Riesige blaue Garage. Ah, das war recht easy. Hui, ja, das waren gute Brandbomben, die er mir da gegeben hat. Eieiei. Sehr schön. That's pretty heavy. Wir hier noch drin. If you're listening out there, come save me, please. Der braucht aber verdammt lang, um zu sehen, dass da nichts drin ist. Nichts Brauchbares. Okay. Sie braucht Hilfe scheinbar. Please don't let me be getting sick. Hold on. Oh nein, nein, nein. Wer hat denn hier gerufen? Auf dem Dach vielleicht?
Hi, this is Lily Ritter, reaching out to all the new additions to our Trumbull family. Before I started the network, I lived in Trumbull. So, as long as I'm around, that valley will always have someone there to watch out for you. And that someone is my good friend, Raymundo Santos. If you need help, Ray is the guy to see. He's down there, Lily. I'm no miracle worker. Don't be modest, Ray. I can't imagine a Trumbull Valley without you there keeping watch. Verwerten. Okay. Ja, schade. Habe ich leider nicht geschafft. Also die Mission ist abgeschlossen, aber ihr helfen konnte ich nicht. Dosenbombe, das nehme ich auch mal mit. So, zwei Herzen sind noch offen. Ich kehre aber jetzt erstmal um. Wo ist es denn? Da hinten. So, das war doch bisher sehr erfolgreich. Zwei Missionen. Strom. Eine Lounge gebaut. So, da bin ich wieder. Oh. Bisschen was mitgebracht. Thank you for helping Mr. Wilkerson retrieve the memory core we needed. We'll be running some system tests on our project, so you might hear some unusual radio chatter. Ach ja. Ach nee, warte mal. Die Dinger brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich verwerten. Das kann raus. How about that? I made it back. Soweit, so gut. Kann ich das hier nochmal aufwerten? Diese Anlage kann zu wechselnden Aufwertungen umgewandelt werden. 35 Lager, alle Ressourcen. Ja, nee, das macht ja für mich auch keinen Unterschied. Weil ja immer variiert, was keinen Platz mehr hat. Muss mal eben schauen. Stelle unseren Speerturm-Crew Munition zur Verfügung, mögliche Zombie-Infektionen zu Hause eine Zeit lang zu verringern. Ah, okay.
Plus einen Außenposten, da haben wir es. Drohnenhacken. Mit Computerfähigkeiten können wir Drohnen für Karteninfos und andere nützliche Dinge hacken. Erhöht mit stärkerer Funkausrüstung außerdem den Einfluss. Ja, ein weiterer Außenposten ist doch gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. Hier haben wir die Lounge. Höhere Moralboni. Stellt bereit ein zusätzliches Bett. Erhöht die passiven Moralboni mit Stromversorgung. Auch gar nicht verkehrt. Was haben wir hier? Moralaktivität ansehen. Eine Pause einplanen. Spiele spielen. Mixer eine Runde Drinks. Okay, das können wir mal machen. Mal schauen, bringt das überhaupt was? Plus ein Bett, 3 Moral, 5 Moral. Ah, benötigt Wissen über Kunst, okay. Was gibt's hier zu tun? Ah, das ist Übung. Das hier war für den... fürs Medizinzelt. Sofortige Gesundheitsregeneration. Fügt die Fähigkeit hinzu. Hey, you got your ears on? Eagle Eye used to buy semi-legal explosives from a black market dealer near here. We should check it out. I like how you think. Ah, ich bin aber nicht geheilt. Schauen wir mal eben. Michaela. Ach, eigenartige Anfrage, ja. Händlermission interessiert mich nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sind ganz gut vorangekommen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch auch Strom. Ah, okay. Das gehört uns da. Permanente Schutzzone. Dann machen wir in der nächsten Folge diese beiden Seuchenherzen da fertig und dann schauen wir mal, ob wir weiterziehen. Ob es überhaupt weitergeht, weiß ich noch nicht. Wir werden mal sehen, aber das machen wir auf jeden Fall noch und dann schauen wir mal, was so passiert. Bis dahin, ciao.